beziehungsweise werde ich das ganze Gebäude dann doch noch mal ein bisschen abwandeln. Einfach dadurch, dass ich das jetzt so breit gemacht habe. Ich hätte es wesentlich länger noch machen müssen. Nee. Das wäre Quatsch. Nee, wäre nicht Quatsch. Das müsste eigentlich noch viel größer werden. Ich werde hier hinten nämlich das einfach dann... werde ich hier so ein bisschen das auffüllen. Muss ich jetzt nur rechnen, weil das waren 16 insgesamt. 15, 14, 13, 12. Und ja, die Zählerei macht in meinem Kopf irgendwie Sinn. 11, 10, 9. Oh, doch, da habe ich noch welche. Sehr gut. Ach, du Scheiße. Bin ich gerade runtergefallen. Ja. So erstmal. Ach, der Song ist cool. So, das weg. Weg, 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 weg. Alles weg, was auf dieser Höhe ist. Ne, beziehungsweise die Holzteile brauche ich ja gar nicht wegmachen, denn hier kommt sowieso der, ja, der Balken, also die Linie. Die so ein bisschen, da fängt das Dach an und da hört das Erdgeschoss auf, unterteilt. So, so. Das war falsch. Und ja, das halt jetzt einfach hier dann diese eine Etage noch mit rankommt. Und das ist da, und da kommt dann dieses Spitzdach rauf, was eben diesen Kirchturm ausmacht. Das müsste ja jetzt auch dann quadratisch irgendwie sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nur. Dann muss ich das noch eins nach vorne setzen, alles. Alles klar. Wieder ein Fehler gemacht. Also nochmal alles neu. Könnte auch sein, dass diese Kirche im Endeffekt total scheiße aussieht und ihr euch jetzt fragt und die Köpfe, die Hände über den Kopf übereinander schlagt und fragt, was macht der denn da? Ah! Aber ich habe nie gesagt, dass ich der begabteste Bauer in Minecraft bin, aber trotzdem mache ich diese Baustaffel. Ich hab's mir vorgenommen. Und setze es auch durch. Denn ich bin der Held des Bauens oder so. Oder der Held der Zeit eigentlich. Und das ist eigentlich Link, den viele Zelda nennen, weil das Spiel Legend of Zelda heißt und nicht Legend of Link. Und ah! Genau, ah! Die im Lied sagen es schon. So ein Quatsch. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge allerdings auch für die Kirche oder sowas habt, immer raus damit. Tipps kann ich, nehme ich immer gerne an. Auch noch weitere Bauvorschläge oder sonst irgendwas. Immer gebt mir Input, damit ich das hier alles vielleicht ein bisschen besser hinkriegen kann. Das wäre alles kein Problem. Das nehme ich euch nicht übel. Wenn ihr mich da vielleicht auch so ein bisschen, sag ich mal, zurechtweist oder so, zurechtweisen tute tun, dann ist das alles kein Problem. Was Bauen in Minecraft angeht, nehme ich sehr gerne Kritik an. Also von daher, ich kann weiter versuchen, mit der Axt auf den Stein rumzuhauen, aber ich glaube, mehr als ein bisschen Funken sprühen wird dabei nicht rauskommen. Wobei es sie ja nicht mal in Minecraft gibt, diese einfachen Funken.
Hep, 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 hep. Ah ne, das muss ja eins höher natürlich. Zack. Dann Querbalken. Zack. Dum, da dum, da dum, da dum, da dum. Dum, da dum, da dum, da dum, da dum. Und die Musik, sie unterbricht irgendwie mein Solo. Hier kommt dann so das eine, dieses Vordach rauf, und hier kommt dann das Spitzdach drauf. Wenn ich das Ding dann hier irgendwie fertig gebaut habe, und ich hoffe, dass die Schwarzeichen hier auch wachsen. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Wie es aussieht, habe ich gerade ein Problem, weil die einfach nicht wachsen wollen. Ich habe keine Ahnung, ob es dafür irgendwie eine bestimmte Voraussetzung gibt oder nicht. Das fände ich jetzt nämlich irgendwie ein bisschen mies. Habe ich mir die Setzlinge schon mitgenommen und dann wollen die nicht wachsen. Jedenfalls nicht mit Dingens. Nicht mit Knochenmehl, wie ich ja schon mitgekriegt habe. Jo, Aufnahme läuft noch alles. Das Gebäude sieht an sich... Ja, ja, ja. Also, es geht noch. Es sieht noch nicht ganz schlimm aus. Oh Mann, das kann noch was werden. Was wir auf jeden Fall eigentlich jetzt mehr bräuchten, wären noch ein paar mehr Steine. Dankeschön. Du da rein. Die wollte ich jetzt nicht. Die wollte ich nicht. Genau, die wollte ich. 30 von den Steinen haben wir jetzt. Ist natürlich nicht unbedingt viel. Ich muss wieder normale Steine farmen gehen. Aber erstmal gehen wir schlafen. Guten Morgen. Na, ausgeschlafen? Ah ne, nicht auch. Nicht Amboss. Amboss ist die falsche Anlaufstelle. Gucken wir mal. Machen wir mal eine 5 Verzauberung. Effizienz und Haltbarkeit. Das ist doch was ich gerade sehen wollte. Jetzt haben wir 69. ja, ne? Genau darauf habe ich es abgesehen. Genau das wollte ich machen. Diesen präpubertären Witz. Oder so. Oder pubertären Witz. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nachpubertär. Ich habe keine Ahnung. Weiß doch nicht, wie man das klassifiziert. Machen wir einfach hier wieder weiter. Und sammeln uns ein wenig von den Steinen. Okay, jetzt sollte ich wirklich mal die Themen rauskramen. Einen Moment. Ah, da muss ich gucken, welche Karteikarte das war. Minecraft-Themen, da haben wir es doch. Was hatten wir denn schon? Wir hatten Phänomen Let's Play, Minecraft hatten wir. Konsolenkrieg, Next Generation. Genau, reden wir doch mal über eine Sache, die uns vielleicht alle interessieren würde, nämlich, sag ich mal, dass der neue Trend zum Download von Spielen, anstatt sich eine CD in die Bude zu stellen. Vor- und Nachteile, Steam, Origin, bla und so weiter. Wo fange ich denn da am besten an? Das ist auf jeden Fall was ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Auf jeden Fall ist es wesentlich einfacher, so an Spiele zu kommen. Man muss nicht in den Laden rennen. Man kann durch sowas wie Steam oder so wesentlich günstiger die Spiele kriegen, als wenn man sie im Laden kauft. Das ist unbestritten. Das ist sind schon mal so ein paar Vorteile. Aber die Frage ist, was passiert, wenn theoretisch Valve mit Steam irgendwann pleite geht? Und man dann vielleicht einen Computercrash hat oder sonst irgendwas und Steam man sich nicht mehr runterladen kann und eben diese Steam-Server
alle platt gemacht werden und man dadurch keinen Zugang mehr darauf auf seinen Account hat. Dann hat man auch keinen Zugang mehr zu seinen Spielen, die man sich gekauft hat oder auch geschenkt bekommen hat, je nachdem. Bei Steam wird einem ja auch gerne mal ein Spiel geschenkt. Da frage ich mich, wie wird das dann gehandelt? Wie wird das geregelt? Wobei ich das bei Steam natürlich in naher Zukunft noch nicht sehe. Wo ich das schon eher sehen könnte, wäre Origin, die Plattform von EA, die wie Steam ist. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, wie wird das dann geregelt? Man hat ja sich regulär das Spiel erworben. Halt, indem man es sich gekauft hat über Steam oder indem man es geschenkt bekommen hat über Steam. Und wenn man dann irgendwann nicht mehr darauf zugreifen kann, was passiert dann? Ich meine, das muss ja irgendwie auch abgesichert sein. Oder heißt es dann einfach nur, Steam ist weg, Pustekuchen, Geld umsonst ausgegeben, so nach dem Motto, alle deine Spiele sind weg. Das ist mal eine Frage, ich weiß nicht, wie das so gehandhabt wird, da wollte ich auch mehr noch euch nach eurer Meinung fragen, was ihr denkt, wie das so wird. Vielleicht hat einer von euch auch eine Idee, wie das auch wirklich dann laufen wird. Nur ich bin halt irgendwie jemand, der das, den das voll, an dem das voll vorbeigegangen ist, das wollte ich sagen. Das kann ja auch passieren. Wenn ihr da irgendwelche Informationen habt, irgendwelche Ideen, was könnte passieren, wie würde die Welt ohne Steam aussehen sozusagen, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dabei denkt. Weil, wie gesagt, ich finde halt, dass sowas birgt irgendwo die Gefahr, eben, dass man die Spiele dann nicht mehr spielen kann. Jetzt abgesehen natürlich von aktualisiertem Operating System, also sowas wie Windows 7, Windows 8, Windows 9, bla bla. Ja, das eben, das ist ja alleine schon manchmal problematisch. Also so Spiele, die damals auf dem Windows 95 liefen, kannst du ja heute kaum noch spielen, ohne dass es dir irgendwie zurecht crackst. Also das funktioniert bei einigen ja gar nicht mehr. Da muss es ja schon fast umprogrammieren. Aber halt mit so ein Spielen, die man sich da gekauft hat, die heute laufen, die denke ich auch noch ein paar Jahre laufen werden. Die Frage ist, was passiert damit? Was wird mit den Spielen? Kriegt man denn irgendwie eine Entschädigung für jedes einzelne Spiel, was man hat? Wenn Steam irgendwann drauf geht, sage ich mal, wird einem eine reale Kopie von dem Spiel zugeschickt? Keine Ahnung. Oder gibt es denn irgendwie ein Nachfolgeprogramm, wo dann gesagt wird, okay, gut, ihr kriegt jetzt den Code dafür und dann könnt ihr den da einlösen. So nach dem Motto. Wie wird das dann laufen? Wobei ich halt, es kann auch sein, dass das einfach dann auch künstlich noch am Leben erhalten wird. So digital, sage ich mal, damit eben die Leute ihre Spiele nicht verlieren. Das dann aber halt nicht mehr verkauft werden kann und so, aber trotzdem Steam an sich noch online bleibt, die ganzen Server und so, dass die dann einfach übernommen werden. Weil sonst wäre das halt für den Konsumenten, für den Spieler, wie mich zum Beispiel, oder vielleicht auch dich, wenn du Steam benutzt, wäre das ja sonst schon ganz schön böse. Und wie viele von euch kaufen sich eigentlich noch richtig die Spiele auf einer CD? Oder nutzt ihr mittlerweile alle nur noch diese Online-Downloads? Also einige Spiele habe ich mir auch immer noch als CD gekauft. Das, was aber total sinnfrei ist. Für SimCity 2013, also SimCity 5 quasi, musste ich mir Origin holen. Und musste das dann bei Origin eben, musste mir bei Origin einen Account machen und das bei Origin den Produktschlüssel eingeben. Und ja, dann habe ich es auf Origin gehabt. Das Schlimmste war immer noch, ich habe mir, wie heißt es jetzt, Bioshock Infinite als CD gekauft. Das Einzige, was auf diesen CDs drauf ist, ist eine Verlinkung zu Steam quasi, wo dir dann der Produktschlüssel eingegeben wird. Es waren 3 CDs drin. Die anderen beiden CDs, ohne Scheiß, da ist einfach nur das Bioshock Infinite Logo mehrfach drauf. Und das ist kein Scheiß, das ist wirklich so. Ich kann also nicht einfach mit der CD mir das Spiel installieren. Weil es eben nicht auf der CD drauf ist. Auf der ersten CD ist was drauf, ja, aber ich glaube, das ist höchstens die Steam-Verlinkung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber die anderen beiden CDs sind vollkommen nutzlos. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist halt
heutzutage gang und gäbe, dass du auf den CDs immer nur, sag ich mal, die Produktschlüssel und die Aktivierung für Steam oder für Origin oder sowas hast. Anstatt du das halt von der CD weg installierst und das auch immer noch machen kannst ohne Steam oder Origin. Du musst dafür diese Programme benutzen. Und das finde ich total sinnfrei. Dann sollen sie das wirklich nur da anbieten und fertig. Aber da ist halt das Problem, was ich halt vorher schon angesprochen habe. Die Frage ist nur, wie löst man dieses Problem? Und das kann ich euch leider nicht sagen. Das ist eine Sache, an der ich, wenn ich dann darüber nachdenke, da verzweifle ich irgendwie dran. Viele sagen dann irgendwie, ja, aber das wird doch dann noch weiter online gehalten. Du musst es ja nicht deinstallieren, aber wenn ich meinen Computer neu machen muss, wegen einem Virus zum Beispiel, oder wenn ich einen neuen PC kriege und darauf das ganze Zeug haben möchte und nicht mehr auf meinem alten, was mache ich dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist halt die Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, damit setzt sich derzeitig noch keiner wirklich auseinander. Weil es den Fall halt noch nicht gibt. Weil es noch nicht nötig ist. Aber warum sollte man sich immer erst Gedanken über Dinge machen, wenn sie schon eingetreten sind oder schon am Eintreten sind? Warum sollte man sich nicht schon vorher Gedanken machen, was wäre, wenn? Damit man gedanklich oder auch eben technisch vorbereitet ist.